Ja, Freunde, herzlich willkommen zurück bei Star Citizen 3.3 und jetzt schauen wir uns die Aegis Hammerhead an. Ein sehr großes, massives Kampfschiff für mehrere Personen. Sieht ein bisschen aus wie so ein Hammerhai. Das ist ja auch gewollt. Und wir haben irgendwie das Landing Gear ausgefahren. Oh, das backt noch rum. Ah ja, jetzt fährt es ein, okay. Sieht sehr cool aus. Erinnert mich ein bisschen an irgendein Spiel, was ich mal gespielt habe. Weiß nicht genau, an welches. Auf jeden Fall, dieses Schiff ist ein Multicrew-Schiff mit mega vielen Geschützen. Wir haben hier an der Seite zwei Stück, an der anderen nochmal zwei Stück und wir haben hinten eins unten am Arsch. Dreh ich mal kurz hier einmal um, dann seht ihr das noch ein bisschen besser. So. Und ansonsten, wir haben jetzt hier keine normalen Waffen, aber halt auch jede Menge Raketen. Da unten seht ihr das schon in den Silos drin. Das ist ein richtiger, krasser Zerstörer. Ja, also das Ding sprengt auch mal eine Idris oder andere große Schiffe. So, es ist sehr groß, sehr träge und hat eben auch natürlich logisch einen richtigen Innenraum. Und vor allem den wollen wir uns jetzt mal ansehen. Die ist jetzt Flight Ready, die ist auch im Shop erhältlich. Ich habe es zum Preis vergessen, aber guckt euch einfach mal an auf der Homepage, wer das mag. Landen kann ich jetzt hier nicht, ich bin gerade im Free Flight Modus zum Angucken. Es ist immer ein bisschen angenehmer. Aber ich zeige euch nochmal, wie das Fahrwerk ausfährt. Ja, vorne zwei Füße, hinten einer. Da rein damit. Sieht schon sehr awesome aus. Also das ist mal ein richtig fettes Kampfschiff. Aber wie gesagt, denkt dran, das ist Multicrew. Das geht nicht alleine zu spielen. Keine Chance. Da müssen Leute in die Türme rein und müssen da kämpfen. Alleine können wir mit dem Schiff nicht viel anfangen. So, okay. Ich würde sagen, wir stoppen mal. Und gehen mal aus dem Pilotensitz raus. Das ist auch das erste Mal, dass ich mir das Schiff angucke. Also ich muss mich auch ein bisschen zurechtfinden. So, das ist quasi die Brücke. Wir haben hier zwei Sitze, also das Schiff wird von zwei Personen sozusagen gesteuert oder kann mit bis zu zwei Personen gesteuert werden. Ein Pilot und ein Co-Pilot. Ein bisschen Licht hier anmachen. Oben haben wir diverse Armaturen. Und es ist halt relativ industriell gehalten. Also kein Schickimicki-Kram, alles sehr industriell und zweckmäßig. Und alles in so einer Armeefarbe auch. Also es ist halt auch wirklich ein Militärschiff. Also es ist kein ziviles Schiff. Das sieht man auch hier. Es ist die doppelte Sicherheitstür. Ich muss wieder Licht anmachen, tut mir leid. Und es ist halt einfach zu finster. Und hier haben wir jetzt Treppchen nach oben, wie es aussieht. Ich muss mich auch wie gesagt, erstmal ein bisschen zurechtfinden. Was haben wir hier? Ah ja, ein Fahrstuhl. Alles klar. Hier ist nur Wand. Das heißt, wir fahren mal Go Up. Ah ja. Und dann kommen wir jetzt. Ah ja, in den Innenraum. So. Ja, gucken wir uns doch mal hier so ein bisschen um. Ich gehe erstmal. Wo gehen wir denn mal lang? Ich gehe erstmal nach links. Das war ganz nach links. Was haben wir denn hier Feines? Muss ein bisschen langsamer laufen, ne? So. Ah ja, hier ist der erste Turm. Ne, ich kann mich mal hier reinsetzen, dann seht ihr das Ganze mal. Und Türe zu. Vorgefahren. Schön animiert. Und dann kann ich hier halt rumrotzen. Gucken, welcher Turm das ist. Ah ja, der hier ist es. Mal kurz nachladen. Man kann irgendwie nicht nachladen. Reload, geht nicht. Na gut, also wie gesagt, davon hat sie halt vier Stück. Wir gucken uns das nicht alle an. Einer reicht, es sind alle dieselben. Und da seht ihr eben auch, warum ihr halt hier mehrere Personen braucht, um das Schiff wirklich sinnvoll zu bedienen, weil sonst schießt halt keiner, ne? So, was wäre das? Das gleiche wird auch auf der anderen Seite sein. Genau, da ist der zweite Turm. Hier war es nicht rein. So, dann schauen wir erstmal hier. Open. Aha. Hier ist Ausrüstung, hier sind ein paar Klamotten, die man sich dann anziehen kann, Rüstungen, Panzerungen und so weiter, falls man also auf ein, quasi irgendwie ein Schiff entern muss oder so. Und hier ist
Ah ja, hier ist der Ausgang. Das heißt, oh Gott. Das heißt, hier kann man dann rausspringen sozusagen. Ich denke mal, hier ist auch dann die Möglichkeit anzudocken an irgendeine Andock-Vorrichtung, um dann direkt da reinzugehen. Bin mir gerade nicht ganz sicher, aber das sieht mir so aus. Ansonsten kann man auch hinten rausspringen. Also das wäre hinten der Ausgang. So, was haben wir noch? Das war's hier an der Stelle. Das heißt, wir gehen jetzt in den richtigen Schiffsbereich. Und der ist natürlich hier. So, auch hier wieder alles relativ eng und dicht. Hier sind, glaube ich, diese Zwischenräume, genau. Okay. Ein bisschen ründlich und doch wieder eckig gehalten. Hier ist nochmal ein Fahrstuhl. Gucken wir uns dann gleich an. Ich will erstmal auf dem Deck hier bleiben. Und wir gehen ein bisschen durch die Gänge. Kann man sich richtig vorstellen, wie hier irgendwelche Marinesoldaten langlaufen. Ist schon sehr, sehr cool gemacht. Was ist das hier? Ach hier, ach so. All Elevator. Ah ja, hier gibt es noch einen Fahrstuhl. Gut. Gucken wir uns nachher an die Fahrstühle. Hier, was haben wir hier? Das hier ist, glaube ich, das ist doch bestimmt das Captain's Quartier, ne? Denke ich mir mal. Ja, sieht so aus. Das heißt, hier hat dann der Captain seinen Platz. Einen zweiten Ausgang hier. Zur Seite, genau. Mit Schlafkabine und seinem privaten Klo und Waschbecken und Dusche natürlich auch. Wunderbar. Hot und cold. Geht leider noch nicht zu benutzen. Oh. Also der Captain schläft hier und arbeitet hier. Und dann, da geht's zur Brücke. Da kommen wir, glaube ich, gerade her, ne? Oder? Ich laufe nochmal. Ja doch, genau, da kamen wir her. Das heißt, das ist die Brücke vorne und die Brückensektion zumindest. Und hier geht's zum Cargo und Engine Room. Was ist das hier? Eieiei. Use Engineer Station. Alles klar. Also das ist der Engineer Room. Huch. Battery, alles klar. Und hier hinten ist dann irgendwo dann der Cargo-Raum. Denn die Hammerhead hat natürlich auch entsprechend viel Cargo-Kapazität. Hier ist... Hallo, Tür. Luftig. Wieder rein. Das ist der Crew-Bereich zum Schlafen. Guck, ob ich es rein darf. Ja. Na, hier sind jetzt diverse Betten. Da sind halt auch Multicrew, ne? Also 2, 4, 6, 8 Betten. Und hier geht's dann. Wo geht's hier lang? Gute Frage, ne? Kann man sich schon drin verlieren? Ah ja, das ist hier, glaube ich, jetzt der Cargo-Raum. Was haben wir hier? Ah ja, hier sind nochmal diese Anzüge. Okay, das heißt, hier ist jetzt Cargo. Ich mache ein bisschen Licht an, dass ihr es hier auch seht. Cargo Grid. Und irgendwelche Triebwerke und Spulen, alles mögliche hier. Also Maschinenraum eigentlich eher als Cargo-Raum. Irgendwelche Displays hier, kann man jetzt aber nichts mitmachen. Und dann geht es hier noch irgendwo lang. Ah ja, noch, das wird der hintere Geschützturm sein, nehme ich mal an. Mal kurz orientieren, wo wir sind. Kann man ganz gut an den Geschützen erkennen. Ui, eieiei. Oh, ich glaube, der ist verbuggt. Ja, genau, das ist der hintere Geschützturm. Oben ist da noch einer. Also, wir haben insgesamt 2, 4, 6 Geschütze. Was schon ziemlich krass ist, vor allem, weil das sind auch richtig groß. Ich habe jetzt die Zahlen nicht genau im Kopf, was für welche das sind. Aber das sind sehr, sehr fette Geschütze. Wie gesagt, man soll mit einem Hammerhead eine Idris abballern können. Und die Idris ist immerhin ein großer Kreuzer. So. Gehen wir hier wieder raus. So. Da oben ist noch ein anderes Deck. Warte mal, wie komme ich denn da am besten hin? Wahrscheinlich mit dem Fahrstuhl, denke ich mal, ne? Jetzt nicht durch. Go up. So was mal. Ja.
Kann man von oben nochmal so ein paar Sachen betrachten hier. Und hier hinten haben wir, genau, wieder das obere Deck. Mit der, ja, ich weiß nicht, ist so eine Art Aufenthaltsraum mit Küche hier, also Mikrowelle, ne, und Besteckkasten und Kaffeemaschine und whatever. Und auch hier Esstisch und so weiter. Und hier auf der anderen Seite, mal, was wir hier noch Feines haben, ein Lagerraum, kann man also ein paar Kisten abstapeln. So Essenszeug oder, ne, so Verpflegung und anderen Kram. So. Dann gehen wir. Da ist nichts mehr. Gut. Den Gang hier mal weiter. Hier ist nichts. Auch nichts. Dann geht es noch hier lang. Ah ja, und hier ist dann wieder ein Fahrstuhl, um nach unten zu kommen wahrscheinlich. Go down, genau. Wo wir da landen. Ja. Das heißt, das sind diese beiden Fahrstühle oder ja, drei sind es eigentlich insgesamt. Und dann sind wir wieder hier, wo wir auf die Brücke können oder in den Engineering Room oder halt hier hinten. Hier sind die Escape Pods. Ne? 1, 2, 3, 4 insgesamt. Und dann haben wir hier nochmal eingeschützt. Und das müsste jetzt, ich bin mir gerade nicht sicher. Ich steige einfach mal ein, ich will jetzt nichts Falsches sagen. Gucken, welches das ist. Ja, das ist Dinke. Das heißt also, die Escape Pods sind auf der linken Seite, auf der rechten Seite der Crew-Bereich und vorne eben die Brücke, also quasi hier. Da unten, ne? Andockkram und hinten dann der Fracht- bzw. Maschinenraum mit dem letzten Geschütz. Ja, ich hoffe, ich habe jetzt nichts vergessen bei dem Schiff. Es ist halt wirklich relativ groß, da kann man sich gerne mal verlaufen. Das geht manchmal leichter, als man denkt, aber ich glaube, ich habe alles gesehen und gezeigt. Das mittlere Geschütz hat es noch gefehlt, ne? Aber ich glaube, da sind wir dran vorbeigelaufen. Das müsste hier auf der gleichen Ebene sein, wir können noch mal kurz gucken gehen. Das müsste ja theoretisch irgendwie am Mittelgang sein. Also quasi... Das war jetzt hier Captains Quartier. Die Frage, wo das Geschütz jetzt sein soll. Ah, ich glaube, hier bin ich schon wieder zu weit. Ich nehme mal den Fahrstuhl hier, warte mal. Dann, dass der uns dahin bringt. Ne, der fährt nach unten. Hm. Ah, okay. Da haben wir das noch gefunden. Das ist also der Ein- und Ausstieg. Alles klar. Ja, ich will mal ganz kurz gucken, wo das Geschütz eigentlich genau sitzt. Das ist, ja doch, es ist ziemlich mittig. Und auch bemannbar, genau. Kommen wir aber nicht von außen rein. Ja, okay. Gut, das ist die Aegis Hammerhead und guckt euch nochmal diese Texturen an. Die sind wirklich wieder sehr, sehr gut gelungen. Muss man einfach immer wieder loben, wie scharf das alles ist, wie gut das alles modelliert ist. Kein Billo-Raumschiff. Ja, da stimmt einfach alles. Und auch die Gesamtoptik ist halt auch sehr, 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 sehr geil. Es sieht sehr, sehr mächtig aus, sehr, sehr brutal. Und hat trotzdem irgendwie was von der Eleganz durch diese... Ja, durch die Form, ne? So, es hat was Sportliches trotzdem noch. Und halt einfach monströs groß, das Schiff. Ich weiß nicht, ob es größer ist als die Redeemer, da bin ich gerade überfragt, aber es gehört auf jeden Fall zu den größten Schiffen, die aktuell verfügbar sind und auch fliegen können und auch irgendwie einen Sinn haben. Könnte man eigentlich mal irgendwie so einen Kampf machen. Eine Hammerhead voll besetzt gegen, weiß ich nicht, 5 Avenger oder 10 Avenger. Gucken, wer dann gewinnt. Ich denke mal, die Hammerhead wird gewinnen, weil die Schilde wahrscheinlich genug Power haben, dass die Avengers da quasi keinen Schaden dran machen. Würde ich erstmal vermuten, ich weiß es nicht. Ja, Freunde. Das wär's mit der Hammerhead. Wenn ihr Fragen habt, haut's in die Kommentare oder wenn ihr noch irgendwelche Ergänzungen habt, auch gerne. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Video. Ciao.
with 65 degrees. Last time I asked, I was down on my knees. The last time I heard you speak, you shot ice into my veins. I almost wished I would rain.